Knöterich wächst ganz oft an Straßenrändern. Und man sieht hier, ich zeige dir das mal, das sind die alten Knöterichstangen vom letzten Jahr, die sind vertrocknet und die frischen, die wachsen dazwischen so schön raus und die haben ganz viele Blätter und Verzweigungen oben. Man muss also ziemlich viel wegschneiden, wenn man den schneidet, und wenn man dann erfolgreich war, dann hat man, ich laufe hier mal ein bisschen weiter, dann hat man hier so ein schönes Bündel an Knöterichstangen, mit denen ich gleich in den Laden komme. Und dann geht's weiter. So, zurück von der Ernte. Hallo, hier ist der Knöterich. Und der wird jetzt erst einmal schön in eine Vase eingestellt. Der Knöterich ist jetzt in eine hohe Vase eingestellt. Der braucht schön Halt. Und ich mache wenig Wasser in die Vase. Der braucht nicht viel Wasser, dass er wirklich nur unten ein paar Zentimeter Wasser hat. Und das reicht dann auch schon. Und für den hohen Strauß nehme ich mir, egal welchen, ein schönes Exemplar. Übrigens, wenn man den Knöterich ins Wasser stellt, der zieht, man kennt das bei Amaryllis, der zieht seine Körper immer mit Wasser voll. Und wenn man das rauszieht, dann plätschert es erstmal und dann kommt da ziemlich viel Wasser raus. Also nicht so schwungvoll, sonst ist das Wasser hier nämlich auf dem Boden erstmal. Ja, er sieht eigentlich so aus wie Bambus, er ist aber nicht wie Bambus. Und um das mal zu zeigen, ich habe jetzt nämlich ein Messer, schneide ich den einfach mal ein Stückchen ab. Und der lässt sich jetzt also so knicken. Und er ist wie so ein Nelkengewächs, der hat also diese Schnittstellen, ja. Und schneiden würde ich ihn nicht an diesen Stellen, da wachsen ja jeweils immer die Blätter raus, die habe ich abgeschnitten, sondern schneiden tue ich ihn dazwischen. Und wie die Floristen das immer so machen, mit einem Messer einen schrägen Anschnitt. Und schon ist schräg, sieht es natürlich viel schöner aus, weil ich zeige mal dann, was passiert, wenn ich ihn mit der Rosenschere anschneide. Nee, das geht jetzt gut, aber wenn der größer ist und dicker, dann splittert der total. Das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt, dass er hier sauber schneidet, aber es ist auch natürlich eine super Rosenschere. Die ist genial. Was ich heute machen möchte, ist einen hohen Strauß mit Efeuranken, mit Gladiolen, mit Lilien. Und dazu habe ich sehr schöne, sehr reife Efeuranken ausgesucht. Die haben alle ganz dunkelgrüne Blätter. Und es ist total wichtig, dass es gut hält. Und wichtig ist auch, es darf kein Grün, kein Blattgrün ins Wasser. Das heißt, der Efeu, da muss erstmal unten müssen die ganzen Blätter abgemacht werden. Und wir werden ja auch keinen hohen Wasserstand nehmen. So, also haben wir hier eine wunderschöne Efeuranke, den Knöterich, dann haben wir sehr schöne Lilien. Bei denen muss man auch immer ein bisschen aufpassen, da mache ich die Staubgefäße raus, weil es gibt dann ganz tolle Flecken auf den Klamotten. Und wenn sowas mal passiert, dass man Flecken auf den Klamotten hat, dann wegsaugen, wegpusten mit einem Tesa drauf. All diese Maßnahmen sind besser als wegwischen, weil dann wischt man das nämlich in die Kleidung rein. Und dann habe ich hier eine schöne Vase Gladiolen geholt, um einfach ganz tolle Blumen zu haben für das Video. Ich gebe alles. Und hier sind noch Typha-Gräser. Es gibt ganz viele Gräsersorten. Das ist eine Sorte davon. Und ich fange an, indem ich den Efeu, super, der ist richtig fett, indem ich den Efeu bzw. die Ranke erstmal am Knöterich fixiere. Du wirst auch gleich sehen, warum. Das zeige ich dann auch gleich, weil man kann ja nicht überall halten. Wenn ich das fixiere, binde ich das. Und zum Binden gehe ich zweimal an den Bast rum. Also, und dann, dadurch, dass ich allein bin, rutscht das nicht so zurück beim Zusammenbinden. Das ist immer eine super Methode. So, das ist schon mal von unten meine Basis, die ich gern hätte. Und ich möchte gerne schöne Schwungformen gestalten. Ich liebe es, wenn dann zum Beispiel hier der Efeu so eine schöne Schwungform hat. Und da oben arbeite ich dann auch nicht mehr mit Bindebast, sondern da arbeite ich mit papierummanteltem Draht. Also den kann man hier so schön zusammenknicken. So. Und der ist auch optisch sehr schön. Ist also deutlich ansprechender als der Bindebast, weil der Bindebast verschwindet eh in der Vase.
So, und dann mache ich die Efeuranke, fixiere ich die an dem Knöterich und verdrehe diesen papierummantelten Draht. Verdrehe das, kann die Enden auch abschneiden. So, und mache das Ende, mache das hier so dran. Also dann ist das sehr schön gelöst. Jetzt habe ich hier noch so ein paar Ranken. Da kann ich zum Beispiel nochmal der anderen Seite die entlang führen. So würde ich das machen. Die kommt nicht mehr mit, die ist abgekriegt. Das macht nichts. Okay, so. Hier brauche ich auch nochmal ein Stückchen davon. Und dann ist es doch schon mal eine schöne Straußbasis. Den würde ich hier jetzt noch mal ein bisschen mit nach oben führen. Also bevor du mit Blumen anfängst zu arbeiten, muss erstmal der Knöterich mit der Efeuranke schön gestaltet werden. Das geht sonst, das passt sonst alles nicht zusammen in die Hände, weil die hohen Blumen, die brauchen eh genügend Kapazität für die Hände. So, ja, das sieht doch eigentlich schon ohne Blumen toll aus. Aber es gibt auch noch welche dazu. Ja, ich habe hier schön tolle Gladiolen gekauft. Gladiolen sind ja jetzt auch für die Jahreszeit sehr, sehr schön. Und falls du die verschenken magst, ist das schön, wenn die noch ein bisschen weiter offen sind. Die sind jetzt noch sehr, sehr knospig. Da würde ich würde die 3 Tage vorher kaufen. Zum einen hast du noch ein bisschen Freude daran in der Wohnung und zum anderen können die sich öffnen, weil für Veranstaltungen kaufen wir die locker 5 Tage vorher, weil die müssen einfach ein bisschen mehr Farbe zeigen und schön aussehen. Da geht es nämlich bei Veranstaltungen nicht darum, dass die ewig halten, sondern es geht darum, dass die an dem Tag ihre schönste Blüte zeigen. Jetzt haben wir die Gladiolen für die Länge und die Lilien. Die würde ich noch so ein bisschen, die haben auch nicht einen ganz so langen Stiel wie die Gladiolen. Die Lilie lege ich noch mit dran. Und ich habe jetzt mit dem Efeu hier sehr schön die linke Seite von dem Strauß dekoriert. Aber um das auszugleichen, nehme ich mir eine Handvoll Typhagras und auch nur schönes Gras. So. Auch die Natur hat nicht nur schöne Blätter. Wir müssen die immer ein bisschen bearbeiten, auch wenn die frisch aus dem Großhandel kommen. Und das Typhagras nehme ich und biege das so ein bisschen hier bei und mache dann einfach noch eine schöne Deko unten am Strauß. Und viel mehr würde ich mit dem Strauß auch gar nicht machen. Der wirkt jetzt so schon ganz toll. Ich habe auch schon eine schöne Vase vorbereitet. So, jetzt ruft auch noch Kundschaft an, aber da werde ich gleich zurückrufen. Mit diesen wenigen Materialien kannst du einen ganz, ganz wirkungsvollen Strauß machen, weil im Endeffekt habe ich nur 2 Gladiolen, eine Lilie, eine Efeuranke und einen Stab Knöterich genommen. Also ganz, ganz einfach. Wichtig ist natürlich immer, dass man eine schöne Vase hat, die dann gut dazu passt und wo das auch gut steht. Die Vase habe ich jetzt schon mal rausgesucht und ich hoffe, es steht gut. Ich würde dann natürlich ein bisschen mehr Wasser reinmachen, weil hier sieht man, dass das Typhagras ohne Wasser ist. Das ist auch immer ganz wichtig. Immer in den Vasen gucken, dass alle Stiele im Wasser sind, weil ansonsten gehen die Blumen kaputt, weil sie kein Wasser haben und da können die eigentlich gar nichts dafür. Ja, also hier auf jeden Fall nochmal bis hierher Wasser einfüllen. Ja, und das ist jetzt heute mein hoher Strauß mit Knöterich. Es folgt noch mehr mit Knöterich und da kann man auch im rundgebundenen Strauß tolle Sachen damit machen. Das gibt es aber in einem anderen Video, weil es gibt ja noch viel, viel mehr Ideen. Ich hoffe, du bleibst dran, abonniere meinen Kanal und ich freue mich über Kommentare, Likes
Und probiere es mal aus und gehe auch mal auf Knöterichsuche ins Gebüsch. Aber ziehe lange Hosen an, weil die Brennnesseln sind nicht weit vom Knöterich meistens und die sind nicht so angenehm. Alles Liebe, bis bald. Tschüss. Vor lauter Begeisterung für den Knöterich habe ich ja noch ganz vergessen, in meinem Video zum Thema Engelstrompeten und Gartentipps habe ich ganz viel über Engelstrompeten erzählt, wie man die vermehrt. Und wir gehen jetzt gleich mal raus. Ich zeige mal, was aus meiner Engelstrompete geworden ist. Komm mal mit. Oh, wunderbar. Ja, Engelstrompeten, habe ich in meinem Video schon berichtet, vermehre ich selber über Stecklinge. Und die Stecklinge sind natürlich alle schon lange weg. Aber das sind jetzt hier die zwei schönsten Pflanzen. Meine Mutterpflanze, ein Traum. Die braucht tatsächlich jeden Tag einen Eimer Wasser. Aber dieser Duft in den Abendstunden, den die Blüten verströmen, das ist die Wonne. Und sie blüht zum dritten Mal und man sieht, es sind jeder, der vorbeigeht, der macht sogar oft ein Foto davon. Ja, aufgrund dieser üppigen Blütenfülle hat die Engelstrompete natürlich auch ganz schön Gewicht. Das heißt, die muss man auch fixieren, weil wenn dann sonst ein Sturm kommt oder ein Wind, dann fällt der Topf einfach um. Und am besten würde ich sie, wenn du einen Garten hast, würde ich sie eingraben im Garten. Und was dann jetzt richtig schön ist, sind natürlich ganz tolle Stücke, diese Y-Stücke nenne ich sie immer hier. Und so wie es so schön verzweigt ist. Und dieser Rückschnitt, den kann man ganz toll verwenden, um dann wiederum Stecklinge fürs nächste Jahr zu machen. Und ja, also probiere es aus mit den Engelstrompeten. Und es gibt ganz viele Leute, die sagen, die sind ja giftig. Ja, die sind giftig, aber ich esse die nicht und ich brühe auch die Blüten nicht auf. Und deswegen, es ist Efeu giftig, Kirschlorbeer ist giftig, es gibt ganz viele giftige Sachen. Aber da ich sie nicht zum Verzehr nehme und das Anfassen schadet nicht, ist das überhaupt kein Problem. Also ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg und du darfst dich auch gern vormerken lassen zum Versand von Stecklingen für nächstes Jahr, von Engelstrompeten, weil auch das haben wir gemacht an YouTuber. Und die hat mir schon Bilder geschickt, wie toll die ist. Also, probier es aus. Ja, ist leider ein bisschen Verkehr hier, sorry. Probier es aus und es lohnt sich.